Neu in der Region. Riposa, die Rückenmatratze. Jetzt bei Möbelrot in Rheinach. Sympathisch, preisbewusst und auch am Sonntag für Sie da. Stadt im Dunkeln geht's weiter, das Wassertröpfli treibt weiter. Meter und x-tausend Liter. Wassertröpfli an Wassertröpfli ums Wassertröpfli. Vom 11. bis 17. Januar zeigt der Poetslammer Laurin Buser im Taburettli sein zweites Soloprogramm zusammen mit dem Musiker Sascha F. Strom in den Zoo und es ist gefangen in Lug und Betrug. Fließt von A nach B, nur von A nach B, doch es fühlt. Das ist ein Slam-Poetry-, Rap- und Musikkabarett-Programm, wo wir auf der Bühne Lieder, Songs, aber auch Text, sehr viel Slam-Text oder Gedicht oder in die Richtung bringen. Und es ist ein bisschen wie eine Potpourri, also man hat vor allem ein bisschen, aber als roter Faden hat man das Thema Earthshaking, also welterschütternd auf eine Art. Wir reden über die grossen Themen mit einem grossen Augenzwinkern. Soll ich dir mal sagen, was heute Naturschutz ist? Das ist eine primitive Gewissensbereinigung für Staat und Politiker und wir verfolgen im Endeffekt genau die gleichen Ziele wie jeder scheiß Ölkonzern. Die fliegen da an mit ihren kleinen süßen Privatjetsfahrern aus Ausgleich mit ihren Flyer-Fahrrädern bei riesigen Galas vor, um dann über den Naturschutz zu sprechen. Zu sprechen? Wow, sie können sprechen! Und dann wird Fett, Mais und Soja angebaut, der dann von Motoren gegessen wird. Das, meine Damen und Herren, heißt heute ein Grüner sein. Sagt er und spült mit Cola Zero ein bisschen Big Mac runter. Laurin, du hast zum Teil sehr gesellschaftskritische Texte jetzt. Wie kommst du zu deinen Themen? Also meine Texte stehen immer dadurch, was ich sehe. Und von dem her, also wenn man ein bisschen umschaut, so sieht man halt die grossen Themen. Und dann komme ich nicht um die herum. Und es hat ja zwischendurch auch sehr viel, ich kann fast sagen, Klamauk, weil ich sehe auch ganz viel Klamauk. Also es ist grundsätzlich einfach alles, was ich beobachte, kommt in meinen Text vor. Der Totalstillstand. Diesen Sommer. Nur im Kino. Und auf kino.to. Also den Film schaue ich mir bestimmt nicht an. Das ist voll die realitätsfremde Action-Scheiße. Das Texte habe ich eigentlich schon immer gemacht, also Rap-Text oder Gedichtli und so. Ich kann mich nicht erinnern, wann das angefangen hat. Und Slam-Poetry an sich habe ich so entdeckt, weil mir jemand gesagt hat, ich soll das mal anschauen, weil ich auch noch gerne Theater gespielt habe. Und dann so die Kombination wird im Poetry-Slam sehr schön verbunden. Und da habe ich gefunden, das ist etwas für mich so. Und das war etwa vor 5 Jahren mittlerweile schon, also mit 15 ich angefangen. In einem sterilen Club mit steriler Musik und ich denke, 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 Outro. Boah, ist dieser Scheiß abwechslungsreich, das ist ja krass. Ich frag mich was, komm wohl als nächstes für den Rhythmus, der mich flasht. Doch es ist immer noch derselbe Takt, derselbe Takt, derselbe Takt. Jetzt weicht er ab, der Beat wird leiser, Mann hört nur noch Synthesizer. Der Rhythmus wird minimiert und wir fragen uns, was passiert. Und wir sind voll überrascht, das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass der Rhythmus lauter wird, langsam wird er maximiert. Doch, da fehlt was, aber was, ja, aber was, es ist der Bass. Doch, da kommt er, ja, ich spüre es doch, da kommt er, ja, ich fühle es, alle denken, jetzt kommt dieser krasse Bass. Doch, er kommt noch immer nicht, ich fass es nicht, muss ich das persönlich nehmen, mag der DJ mich nicht, was hab ich ihm denn getan, was mach ich nicht richtig, tanzt sich etwa falsch, ich wusste nicht, dass es da Regeln gibt, dachte man muss nur so tun, als ob man in Bewegung ist, bin ich denn ganz besessen, ich hab ganz die Faust vergessen, da kommt der, Rückzugstille vor dem Sturm. Pasta! Als Teil von «Duschma Busch» kennt man ihn, der Daniel Buser. Daniel, wie hat es dir als Vater vom Laurin gefallen? Sehr gut. Also das ist jetzt nicht einfach, weil ich der Vater bin, sondern weil ich einfach spüre, der junge Mann mit seinem genialen Partner Sascha F., die sind am Zusammenarbeiten seit Jahren.
und sie gehen immer weiter, immer weiter. Und das ist etwas, was mir sehr gefällt an Leuten, die auf eine Bühne gehen, an Künstler, an auch junge Menschen, dass sie einfach den Drang haben, zum Weitergehen und nicht mehr auszuruhen. Mir hat es sehr gut gefallen. Laurin, wie viel Inspiration fließt denn hier jetzt vom Vater her zu dir rüber? Also, er hat mir vor allem in dieser Hinsicht geholfen, dass. Also, für mich ist das einfach ein Vorleben gesehen, wie man Künstler ist, sozusagen. Also, ich habe von ihm, seit ich Kind bin, mitgekriegt, wie man selbstständig ist, wie man auf der Bühne ist. Ich habe schon seit ich klein bin, am Theater, bin dann auch im Backstage gesehen, hinten, so, und habe mitgekriegt, wie sich das so anfühlt. Und dann beim ersten Programm war mein Vater sozusagen auch dabei gewesen, und wir haben. Also vor allem mit Zugang von Text dann wieder mit Musik zusammen ist dann wieder mit ihm gekommen und jetzt mit dem Sascha wieder so weitergeführt worden. Warum hat heute ein jeder hier so schrecklich Angst vor dir und nannte dich doch eben noch sein Lebenselixier? Wo bist du, wenn du nicht da bist? Was machst du dich so rar? Wer führt dich ständig hinters Licht? Wer hält dich hier zum Nah? Er berührt. Kann man dich denn nicht nur dann vertuschen, wenn man dich auch kennt? Warum ist dann bei all den Luschen das zu tun im Trend? Und wie viel von dir siehst du in der Performance von Laurin? Muss ich jetzt natürlich ganz ehrlich sagen, ich erkenne mich sehr stark drinnen. Also ich sehe auch, wie, und das ist eine ganz persönliche Ebene, dass jemand etwas aufgenommen hat in seinem Leben. Nicht nur von mir, was ich eitelmässig toll finde, sondern man sieht, er hat uns, unsere Familie aufgenommen. Und ich sehe mich auch manchmal der Jungbus oder der Altbus, der das nicht mehr will, zu machen, was da der Junge macht. Aber ich sehe, wir haben ja Sachen schon zusammen gemacht, ich sehe ihn, dass er mit ein paar Sachen, ein paar Gewürzen von mir auch unterwegs ist und dass die gut kommen. Ja. Ja. So haben wir uns etwa in Kirchheim-Volanten gefühlt. Song ab. Du, Laurin, jetzt erzähl mir mal, woher ist denn die Geschichte von Kirchheim Belanten gekommen? Also es ist halt, wenn man in Deutschland in der Kleinkunstszene sich versucht und sozusagen, also wir haben es jetzt auch nicht so intensiv jetzt gemacht, dass wir schon können an die grösseren Häuser gehen, sondern sind halt dann von kleinen Veranstaltern eingeladen worden, die das interessant gefunden haben. Und dann sind wir halt einmal in so ein richtiges Kaff rausgefahren, wo wir schon gedacht haben, hey, wo sind wir da, aber von dort noch weitergegangen sind. Wir brechen auf. Hallo Deutschland. Der Durchbruch fängt heute an. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich es so schlimm eigentlich gefunden, weil es, wir haben dort wirklich irgendwo gespielt vor irgendwelchen Leuten und es hat uns nichts gebracht. Und dann, das Einzige, was es gebracht hat, ist, dass ich dann wirklich das Gefühl habe, einfach aufschreiben, mehr nicht. Und dann ist es natürlich einfach auch witzig, die Kaffsituation. Ich glaube, jeder Kleinkünstler kennt das irgendwo. Nennt sich sowas Stadt. Und von dort aus fährt man dann vor Ort und landet im Vorort von einem Vorort. Doch leider. Also ich mache mit dem Sascha ein Album, ein Musikalbum, und das ist das Ziel, das mit Konzert geben, mit Band. Und ihr seht, wir sind stets auf einem guten Weg. Ob ich unter Scherz oder hinten dreht, das ist unser Herz, das uns trägt. Hauptsache ist, dass es sich bewegt. Dass es sich bewegt, dass es sich bewegt, yo. Dass es sich bewegt, dass es sich bewegt, yo. Dass es sich bewegt, dass es sich bewegt, yo. Dass es sich bewegt, dass es sich bewegt, yo.